Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am 31. Juli hier vor unserer schönen Odenbüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr auch heute mit dabei seid. Ein großer Dank geht vorweg an Maurice Entrancanson für das schwungvolle Klaviervorspiel. Wir versammeln uns zu dir in einer Bearbeitung von Paul Friesen. Herzlichen Dank dafür. Wir sind mitten im Sommer angelangt und wir freuen uns, dass wir Gott loben und ihm danken können. Jesus will unser Gastgeber sein und er möchte uns einladen, unseren Hunger und unseren Durst nach Leben zu stillen, uns aufzurichten und zu stärken. Lasst uns nun gemeinsam diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nun danke da und bringet ihr Menschen. Wir hören Worte aus dem Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich an, am Ende mit Ehren. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich auch Leib und Leben verliere, so bist du, Gott, allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wir hören eine Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2.
Viele nahmen das Evangelium an und ließen sich taufen. Sie blieben beieinander, hörten auf die Predigt der Apostel, hielten sich gegenseitig in Liebe zusammen, feierten Abendmahl und beteten auch viel miteinander. Alle hatten großen Respekt vor Gott. Sie erlebten die Wunder durch die Apostel. Alle, die zum Glauben gekommen waren, hielten zusammen und sie teilten miteinander alles, was sie hatten. Wenn jemand ein Stück Land besaß, verkaufte er es und verteilte den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich im Tempel und in ihren Häusern. Sie feierten Abendmahl mit großer Freude und reinem Herzen. Sie lobten Gott und wurden von einem ganzen Volk geachtet. Und täglich kamen weitere Menschen zur Gemeinde hinzu. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn die Bibel das erste Buch der Kirche ist, dann ist das Gesangbuch das zweite. Unentbehrlich für den Gottesdienst und für viele auch zu Hause.
Seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden singen Menschen zum Lobe Gottes. Die alttestamentlichen Psalmen sind die ältesten Lobgesänge aus der Bibel. Und im Gesangbuch, da gehört Paul Gerhardt zu den bekanntesten Songschreibern. Über 130 Lieder und Gedichte stammen aus seiner Feder. Und er selbst war dabei ein zurückhaltender Mensch. Paul Gerhardt hat nie an Dichterwettbewerben oder Talentshows teilgenommen. Und doch gehören seine Werke zum Weltkulturerbe. Und seine Lieder prägen bis heute auch unsere Gottesdienste. Paul Gerhardt wurde kurz vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges in der Nähe von Wittenberg geboren. Mit 12 Jahren verliert er seinen Vater und 2 Jahre später ist er vollwaise. Nahezu alle Familienmitglieder sterben an der Pest. Und so beginnt er mit 19 Jahren ein Theologiestudium in Wittenberg. Erst mit 44 Jahren bekommt er eine Pfarrstelle und wird später in der Nähe von Dresden Propst und an der Nikolaikirche in Berlin Pastor. Paul Gerhardt hat in der schweren Zeit seines Lebens immer wieder Kraft bekommen durch das Beten von Psalmen. Sein Lieblingspsalm ist der Psalm 37. Da heißt es: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Dieser Psalm hat ihn begleitet und hierzu hat er ein Lied geschrieben, das zu den bekanntesten Chorälen aus unserem Gesangbuch gehört. Er schreibt das Lied 1653, wenige Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Befiehl du deine Wege. Und der Vers ergibt sich aus den jeweils ersten Worten jeder Strophe. Befehlen meint hier nicht das militärische Befehlen, sondern vielmehr das Anbefehlen, das Anvertrauen. Es geht um das inständige Bitten, sich Gott ganz und gar anzuvertrauen. Unser Leben in seine Hände zu legen, ohne zu vergessen, dass wir auf eigenen Füßen stehen. Schließlich ist er es, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Wenn er das ist, dann wird er auch für dich Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Paul Gerhardt weiß, wovon er schreibt. Und deshalb sind die Lieder von ihm, die wir in unseren Gottesdiensten singen, Lieder, die uns im Leben stärken und ermutigen. Die Lieder von Paul Gerhardt sind immer sehr persönlich und deshalb können wir sie uns auch zu eigen machen. Von Paul Gerhardt lernen wir, ich zu sagen. Viele Lieder beginnen so. Ich stehe an deiner Krippen hier. Sollt ich meinem Gott nicht singen? Ich singe dir mit Herz und Mund. Ich bin ein Gast auf Erden. Bei Paul Gerhardt spricht der Einzelne. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Paul Gerhardt hat beruflich wie auch familiär sehr harte Schicksalsschläge erleiden müssen. Und das ist auch der Grund für seine sehr persönliche Sprache. Für das Ringen in seinen Liedern. Für die unergründliche und verborgene Liebe Gottes, die gerade auch in seinem Leben immer wieder neu zu spüren ist. In den Paul Gerhardt-Liedern schwingt das Pendel zwischen Angst und Vertrauen ganz eindeutig hin zum Vertrauen, ohne die Angst wegzuzaubern. Unfassbar, wie Gott in unserem Leben immer wieder Wege findet, wo die Liebe nicht erstickt wird, sondern wo er uns zum Licht führen möchte. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Dieses Gottvertrauen, liebe Gemeinde, wünsche ich uns allen von Herzen. Amen.
Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön allen, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ein großer Dank geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste, immer sonntags ab 8 Uhr, die wird es auch weiterhin geben. Und schon jetzt lade ich herzlich ein zu einem besonderen Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr. Es ist ein Musikgottesdienst mit dem Pfälzischen Vokalensemble unter der Leitung von Maurice Antron-Cranson und den Gottesdienst gestaltet Pastorin Gisela Mester-Römer. Also, herzliche Einladung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen rund um die Bibel mit Celia und Alisa. Rätselfragen rund um die Bibel. Welches Wort steht im zweiten Satz der Bibel? Tohu wabohu, Kokolores oder Hakuna Matata? Die richtige Antwort ist Tohu wabohu. Wie heißt ein begabter Kunsthandwerker der Bibel? Abraham, Hiram oder Micha? Die richtige Antwort ist Hiram. Was konnte Isaac im hohen Alter nicht mehr? Gehen, stehen oder sehen? Die richtige Antwort ist sehen. Welcher Pharao regierte nach Salomos Tod? Shishak, Shashik oder Shashlik? Die richtige Antwort ist Shishak. Wo in Israel liegt Nazareth? Im Norden, im Westen oder im Süden? Die richtige Antwort ist im Norden. Womit vergleicht Jesus den Himmel? Parochie, Parousie oder Paradies? Die richtige Antwort ist Paradies. Wann wurde in Israel das Jubeljahr gefeiert? Nach 7 Jahren, nach 50 Jahren oder nach 100 Jahren? Die richtige Antwort ist nach 50 Jahren. Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn.
Danke, Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segensanschauung. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein besonderes musikalisches Nachspiel. Wir hören das Ave Verum Corpus aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart, gesungen und gespielt von den Chören und dem Sinfonieorchester der Sing- und Musikschule München unter der bewährten Leitung von Hans-Peter Peiroth. Herzlichen Dank und liebe Grüße nach München.